Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit Gotham Knights. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir schauen jetzt mal ganz kurz. Aber wir haben gerade das Kameranetz der Stadt gehackt. Ja, vielleicht haben wir das. Wollen wir es hoffen? Das wollte ich doch abchecken, ob Batgirl auch hier was hat. Keinem Band zu sehen. Wir hören auch nicht auf zu lauern. Ne? So, okay. Weiter geht es, Freunde. Schön, dass ihr am Start seid wieder. Wie immer natürlich, Dankeschön für eure Unterstützung. Gerne weiter liken, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Checken wir das aus. Kurz gehen wir dort auch hin. Das wird wahrscheinlich auch ihr Abschluss sein. Dann gehen wir nochmal zurück. Wechseln nochmal zu, Nightwing. Ja, doch. Wechseln wir zu Nightwing. Ja, machen wir. Ach, guck mal, hier ist sogar so eine Herausforderung. Können wir auch noch machen gleich. Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß, Freunde. Spaß an der Freude. Und dann, ja, geht's langsam Richtung Finale, wa? Also mal schauen, was noch passiert. Aber, ja, leider haben wir ja wirklich schon die Trophäe bekommen. Für alle Bösewichter. Ich hatte echt gehofft, dass da irgendwie so einen anderen Cover gibt oder sowas. Vielleicht gibt's ja sogar noch einen in der Story oder so. Kann das vielleicht noch sein? Aber anscheinend nicht so mit einer richtigen Storyline. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber naja. Naja, das ist halt auch so ein Spiel, da ist es halt auch so ein bisschen drauf ausgelegt, dass das vielleicht auch noch alles mit DLCs vollgepackt wird, aber es ist halt die Frage, wie lange das Spiel noch weiterhin Inhalte bekommt, wie lange sie an dem Spiel festhalten, weil, ja, ich denke mal, wie ich schon vorher das vorgesagt habe, also in den ganzen Reactions und so weiter, das wird floppen. Und wenn man sieht, dass das jetzt schon, keine Ahnung, 10-20% günstiger ist als im Start, ist das meistens nicht ein gutes Zeichen, sag ich mal, für das Spiel selbst. Hat mich gerufen. Und ich folge dem Ruf. Ich werde es nicht im Stich lassen. Und ich vergesse nicht. Das war's tatsächlich, okay. Okay, hier ist auch jetzt wieder das Zeichen, obwohl das nicht viel Sinn macht. Ey, sag mal, diesen Abperleffekt vom Regen, wa? Das haben die auch komplett verkackt. Das ist schon fast so auf Level von GTA Trilogie, dass es im Raum regnet. Im Gesicht, selber auf der Haut, nicht ein Regentropfen zu sehen. Auf der Maske perlt es so ab, als wäre das, keine Ahnung, so eine Teflonpfanne oder sowas. Eieieiei. Und der Dingens hier, der Mantel. Auch nicht so geil, ne? Egal! Naja. Fangen wir an. So geht das! So geht das! Yeah! Woo! Yippie! Yeah! Wir sind alle cool! Ihr seid nicht cool! Wir sind die coolsten! In der Schule! Und auch auf der Straße! Was wollt ihr eigentlich? Nein, Spaß. Ich dreh schon wieder durch. Aber ich hab Bock, ey! Ich hab Bock, gleich die Story wieder zu machen. Erstmal hier kurz das Rennen. Und dann auf jeden Fall den Charakter wechseln. Perfekt, hier illegale Straßenrennen durchs Polizeigebäude. Perfekt. 1A! Mega! Was redet die da gerade? Ist die auf zu viel Zucker oder was? Wobei ich sagen muss, das macht Spaß. Oh Scheiße, das macht echt Spaß. Die Bat-Cycle-Motorrad-Herausforderung macht echt Laune. Was aber irgendwie ein bisschen schade ist, das hatte ich auch, glaube ich, so explizit noch gar nicht so angesprochen. Gotham City als Schauplatz
Muss man leider auch mal sagen, Real Talk jetzt? Absolut lame, oder? Das muss man wirklich sagen. Absolut lame. Haben sie eigentlich gefühlt gar nichts draus gemacht. Ja, genau. Haben sie eigentlich gefühlt fast gar nichts draus gemacht. Leider, leider, leider. Oh, Bad Girl! Oh, du bist es wirklich! Oh mein Gott! Bad Girl! Was haben wir hier? Mitglieder des Rates? Soll ich die kurz kaputt schlagen? Vielen Dank! Ich geh nochmal K.O. jetzt hier. Was ist denn? Was fällt dir eigentlich ein? Was denkst du dir eigentlich, wer du bist? Hat die irgendwie so ein Funny-Upgrade-Clown? Frühstücks-Upgrade bekommen oder was? Warum ist die so lustig jetzt drauf plötzlich? Warum gehst du denn auf den jetzt? Warum? Ich will doch gar nicht. Ich drück die ganze Zeit nach hinten. Achso, der ist schon da. Der ist ja doch gar nicht. Hä? Hä? Ich kann, wieso kann ich den nicht angreifen? Ich drück die ganze Zeit nach oben, Mann! Was ist hier schon wieder los? Zum Teufel! Was war das? Ich kann den nicht angreifen. Ich kann den nicht angreifen. Ich drück die ganze Zeit nach links. Das geht nicht. Hä? Ich kann nicht zum Glück kommen zurück. Okay. Nee, komm. Gut, meine Laune ist dahin. Super, habt ihr gut hinbekommen. Ach, komm. Wahrscheinlich muss ich irgendwie gleichzeitig ausschalten. Kann das vielleicht sein? Nein, überhaupt drauf. Gut, dann halt nicht. Dann nicht. Tschüss. Bye-bye. Auf nimmer Wiedersehen. Tschüss. Hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht mit euch, Kleinen. Sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht. Scheiß drauf. So, okay, alles klar. Dann nicht. Tschüss. Zurück. Gar keinen Bock darauf. Nee. Bevor meine Laune direkt wieder in den Keller geht, weil es hier schon wieder komplett abkackt. Wahrscheinlich muss man die beide gleichzeitig machen. Ne? Wahrscheinlich schon. Das könnte sein, natürlich. Gut, Sie sind zurück. Ja, gut. So, ich muss aber auch sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Batgirl. Ich bin gut zufrieden, wenn wir das nicht mehr machen müssen mit ihr. So, okay. Alles klar. Ab zum Arkham Asylum, würde ich sagen. Jetzt wird's ernst, Freunde. Vielleicht ist es jetzt schon so mäßig, es gibt kein Zurück mehr. Mission. Wir werden sehen. Aber eigentlich haben wir auch alles erledigt. Weil, wie gesagt, bei Pinguin, wenn wir jetzt die Mission machen würden, wahrscheinlich würden wir jetzt wirklich nur den Loot bekommen oder kriegen wir doch noch so ein kleines Gespräch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Gespräche mit Pinguin auf dem Dach, die haben jetzt auch nicht so viel zur Spannung beigetragen. Ne? So Story sowieso schon mal gar nicht. Schade. So, Ninja Wing ist am Start, Mann. Was geht? Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt wird's ernst. Okay, sieht schon mal gut aus. Glockenturm, bin in Arkham. Verstanden, halten Sie den Kontakt. Was ist mit seinen Haaren los? Oh, Licht. In einer verlassenen Anstalt. Immer ein gutes Zeichen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas Joker ist. Nur schlechte Erinnerungen. Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Die Liga war definitiv hier. Aber wo sind sie jetzt? Wow, hier sieht es fast aus wie in Langstroms Labor. Shape of Water oder was? Was ist hier los? Talia würde sowas bestimmt. Glockenturm, was ist mit diesem Tank? Das gehört zu Langstroms Forschung. Talia war seine geheime Kundin. Na klar. Nun bringt sie zu Ende, was er begann.
Talia und Langstrom, hm? Mal sehen, was wir noch finden. Wie hat Talia die Forschung von Langstrom vorangebracht? Was wollte Talia erreichen? Warum machen die Leute bei sowas mit? Das hängt sicher mit den Proben in den Reagenzgläsern zusammen. Notiz an mich selbst, davon nichts trinken. Tja. Eine Kunai-Klinge, die Talia. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ein bisschen. Ich habe echt gar keinen Bock auf Talia, ne? Ich mag die einfach überhaupt gar nicht. Vor allem nicht, wie sie hier präsentiert wird. Das ist leider ein bisschen low, seitdem die jetzt so im Fokus steht. Für mich zumindest. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Die wichtigsten Textabschnitte darin bedeuten, übersetzt, Langstrom war zu sehr auf Dionysium konzentriert. Es ist wirkungslos. Es hat das Potenzial der tapferen Tribute zurückgehalten, aber ich habe den Schlüssel. Eine neue Formel, um ein neues Potenzial freizuschalten. Dionysium. Überlebt, also M1 wahrscheinlich. Das hier wahrscheinlich, ja? Und? Nee. Aber das wird bestimmt das sein, oder? Sie will ja, dass sie überleben. Ja, okay. Talia hat Langstroms Methode an Freiwilligen weiterentwickelt. In den Versuchen wurden Probanden ultra stark. Talia und Langstrom haben also im Turm seltsame Schalltests durchgeführt. Ich sichere die Daten. Das war's mit dem Strom. Toll. Den Plänen zufolge steht im Keller ein Notstromaggregat. In deinem alten Hochsicherheitstrakt. Hey, und wie komme ich da hin, Bruder? Dem Kabel folgen wahrscheinlich, oder? Hier ist nichts. Oder einfach die Treppen hoch? Ne, hier ist Schluss. Hier wird aber auch nichts angezeigt auf dem Ding. Also hier gehen die Kabel rein. Glockenturm, ich schicke Daten aus dem Labor. Alles, was ich vor dem Stromausfall gefunden habe. Schau doch mal rein und sag mir, ob das vielleicht Licht ins Dunkle bringt. Cooler Wortwitz, hä? Klingt gut. Wir schauen mal rein und sagen dir dann Bescheid. Das ist schon krass, dass das AR absolut gar nichts zeigt, ne? Gar nichts. Okay, hier haben wir mal was. Besucherverzeichnis. Angestellte, Besucher, Politisten sowie Bundes- und Lokalpolitiker waren verpflichtet, sich beim Betreten des Arkham-Geländes ins Besucherverzeichnis einzutragen. Zu den bemerkenswerten Namen, die auf dieser Seite eines betriebsamen Mittwochs zu finden sind, gehören Aaron Cash, die Gewehr, Dr. Hugo Strange, Dr. Harleen Quinzel, Dr. Wilkins, Dr. Jim Gordon, Detective Jim Gordon, der hat keinen Doktortitel, der Loser, haha, verschiedene Mitarbeiter des Büros des Bürgermeisters und die Spezialistin für Metamenschen, Dr. Victoria October. So, Flickflack, zack. Jetzt mal zeigen, was man drauf hat. Hochsicherheitstrakt. Bin lange nicht mehr hier unten gewesen. Geile Kiste.
der reinste Horrorfilm hier. Ob du wohl gerade von einem Geist beobachtet wirst? Lass gut sein. Geh du da rein, bitte. Es werde nicht. Na, wer kommt jetzt? Diese Nässe kann doch nicht gut fürs Fundament sein. King Croc. All hail King Croc. Also Killer Crocs. Jane Doe ist gruselig. Ich kann leider nichts erkennen. Die Zellen auf jeden Fall von innen. Das muss Professor Picks Zelle sein. Poesie. Tun Sie, was Sie für tun müssen bei der Beschaffung von Eigengeweiden. Erhalten Sie sie frisch. Sie sollten absolut nicht vermeiden, durch Muskeln und Knochen und Gewebe und Sehnen zu schneiden. Nehmen Sie sich Zeit, denn Sie müssen sich gut entscheiden. Das Spendigen von Menschen ist leicht, seien Sie nicht bescheiden. Aber knebeln Sie am besten, damit Sie nicht schreien beim Leiden. Da lang komme ich wohl nicht zurück. Tja. Weiß gar nicht, was er hat. Er klang noch vollkommen normal. Ein Turm mit Strom. Sieh mal an, wer hier endlich auftaucht. Red doch mal Deutsch, man versteht doch nichts. Was ist denn los? Lass es sein! Warum macht der andere gar nichts mehr? Ist er verpackt? Jetzt wieder. Nimm das! Glockenturm, die Liga ist endlich aufgetaucht. Aber wir sind wohl nicht willkommen. Gut, dann sind wir auf der richtigen Spur. So sieht's aus. So kann man das nämlich auch sehen. Also vom Design her gefällt es mir echt gut wieder, ne? Und wie komme ich in den Turm? Ah, doch, okay. Sieht aus, als hätten sie Stromkabel zum Turm verlegt. Hier müsste mal einer putzen. Aber krass, dass Arkham immer noch steht. Was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Fliegt da eine Drohne oder was? Das hört sich voll komisch an. Hä? Okay, alles klar. Gut. Sind hier doch Geister? Alles klar. Okay. Harley hat jahrelang in diesem Büro gearbeitet. Viele Sachen sind noch hier. Clowns-Gemälde.
Katzenkalender. Von Selina Kyle. Random Kisten, yes. Psychiatriebücher. Zu der Sammlung psychiatrischer Forschung und Nachschlagewerke gehören der sterbende Verstand, Gedankenleser und das höchst umstrittene Witnesse, alles wenig seriöse Machtwerke, die von Hugo Strange aus Arkham verfasst wurden. Was ist das für ein Geräusch, als wenn hier eine Maschine... Da drüben geht es zum Turm hoch. Das ist uralte Technik. Ich glaube, das habe ich gehört die ganze Zeit. Was geht denn jetzt, ey? Was zur Hölle hast du Schallgerät? Oh nein! Talia? Schallgerät? Ah, ich weiß, wer kommt. Rolle. Ihr könnt ja gerne mal mitraten. Welche Tiere sind so für Schall bekannt so? Und die eine Form davon ist tot. Unser Batman. Wen gibt's denn noch? Dreht mal um. Oder? Kann es sein? Kann es sein? Dann wollen wir mal lauter drehen. Scheint zu stimmen. Ich wette mit euch, Man-Bat kommt gleich. Ja, wenn ich ohne Grundschall hier. Also. Sie haben Schalltests an den deswegen Zeilen, M auch, Man-Bat, ne? Um sie zu kontrollieren. Was war das? Ja. Was immer das war, es kam aus dem Labor. Ja. Aha, geil, Alter. Endlich. Okay, da ist doch die Überraschung. Nice, geil. Freunde, Man-Bat ist quasi nur die billige Kopie von dem grandiosen Morbius. Aber natürlich der Version des Filmes Morbius, ja. Ich hoffe, ihr habt den Film gesehen. Richtig geiler Film. Bester Film des Jahres auf jeden Fall. Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter, Freunde. Ich freue mich drauf. Ey, cool, geil. Kleine, coole Überraschung. Nice, sehr, sehr nice. Cool. Ich danke fürs Zusehen, wie gesagt. Jetzt fällt mir schon das Headset vom Schädel. Gut, dass ihr das nicht sehen müsst. Wir hören uns, wie gesagt. Haut rein und liken, kommentieren. Danke dafür. Haut rein.